erhält Ihre Empfindung, Ihre Zusammenarbeit mit Herrn Barlog über viele Jahre, würde ich gerne etwas hören wollen. Und vielleicht können Sie aus Ihrem reichhaltigen Leben mit Herrn Barlog auch die eine oder andere Anekdote schildern. Na, es war ja nicht so sehr lange Zeit. Knapp 40 Jahre alles in allem. Aber kennenlernten wir uns telefonisch. 1950, ich war gerade aus der Kriegsgefangenschaft wieder nach Hause gekommen, da rief eines Nachts nach der Vorstellung, also zu nachtschlafender Zeit, das Telefon läutete und meine Frau schrie aus dem Nebenzimmer, geh nicht ran! Also ich hob ab und es meldete sich ein Herr Barlog. Ich muss gestehen, ich kannte ihn nicht, zwar vom Hörensagen so ein bisschen, aber nicht viel mehr. Und er sagte, hören Sie, ich habe gehört von Günter Neumann und Tatjana Seiß und von Kurt Riest, die haben mir ein bisschen von Ihnen vorgeschwärmt. Sie sollen ein guter Schauspieler sein. Stimmt das? Man kann da schwer darauf antworten. Also ich sagte, ja, es kommt auch auf den Gesichtspunkt an. Was wollen Sie denn? Ja, ich habe das Schlossparktheater hier in Berlin und ich übernehme das Schillertheater und da hätte ich ganz gerne einen halbwegs guten Schauspieler für gehabt. Sind Sie bereit? Ich sage, nein, ich kann leider nicht. Ich habe schon so gut wie abgeschlossen nach München an die Kammerspiele. Aber er sagte, was wollen Sie in München? Kommen Sie nach Hause. Und dieses Kommen Sie nach Hause hat mich ganz merkwürdig berührt. Natürlich war Berlin mein altes Zuhause von der Schauspielschule an. Und auch danach viele Jahre noch. Auf jeden Fall hörte ich mir das alles an, was er zu sagen hatte. Und das war eine ganze Menge. Er machte große Töne und ich hörte sie mir alle an. Und nach einiger Zeit sagte ich, na, wir müssen uns ja nicht gleich entschließen, aber morgen will ich Ihnen Bescheid geben, ob ich meinen Vertrag rückgängig machen kann mit München. Und das gelang dann auch ohne Schwierigkeiten. Und anderthalb Jahre später fing mein Vertrag mit dem Schillertheater an. Sie haben meistens immer in Berlin gespielt. Warum Berliner in Berlin und nicht in Hamburg geblieben oder nach Hamburg gegangen, nach München oder vielleicht sogar nach Wien? Sie sind eigentlich immer Berlin treu geblieben. Ja, ich bin Ur-Berliner bis zur vierten Generation, beidseitig, mütterlich und väterlicherseits und war auf der staatlichen Schauspielschule bei Professor Leopold Jessner am Gendarmenmarkt. Und diese Liebe zu Berlin bin ich natürlich nie losgeworden. Und diese Liebe ist mir treu geblieben. Herr Held, Sie haben wunderschöne Rollen gespielt, sind einer der ganz wenigen großen Schauspieler des, nicht nur des Berliner, sondern des deutschen Theaters. Kann man sich, wenn man ein Alter erreicht hat, wo man auf eine große Spannbreite des schauspielerischen Wirkens zurückblickt, noch einen Wunsch haben, künstlerisch, eine bestimmte Rolle, ein bestimmtes Stück, einen bestimmten Regisseur? Ja, es gab einen bestimmten Regisseur, mit dem ich noch viel vorhatte, aber der hat mich leider verlassen. Das war Fritz Kortner. Mit Fritz Kortner hatte ich die Absicht, einige
wesentliche Shakespeare-Rollen zu spielen. Aber daraus wurde leider nichts. Er ist ins Jenseits gegangen. Gibt es eine bestimmte Rolle, die Sie hätten gerne spielen wollen? Ja, das war der Macbeth. Das war eine Wunschrolle. Und wir waren schon gesprächsweise mit langen Ohren, hörte Barlock zu. Das war ein Wunschtraum von mir und von Barlock und von Kortner. Aber leider wurde nichts daraus. Er starb. Wie sehen Sie die Form des heutigen Theaters zu den damaligen aus Ihrer Zeit? Heute werden ja Klassiker, nicht immer, aber auch Klassiker, sehr modern, sehr avantgardistisch inszeniert. Ziehen Sie die alte, in Anführungsstrichen, Theaterinszenierung vor oder zum Beispiel wie jetzt Schaubühne oder andere Theaterstücke, Theaters, die also praktisch sehr modern inszenieren? Finden Sie das Moderne gut oder glauben Sie, dass es mehr, ich sage es mal ganz einfach, drei Möbel auf der Bühne ist nicht so schön wie eine richtige Kulisse? Die Schaubühne ist eine große Liebe von mir gewesen. Und ich habe immer den heimlichen Wunschtraum gehabt, vielleicht eine Möglichkeit zu finden, an dieser Bühne spielen zu können. Das hat sich leider nicht erfüllt, aus den verschiedensten Gründen. Vor allen Dingen aber, weil die Umklammerung von Barlock sehr intensiv war. Wenn ich Anstalten machte, für längere Zeit zu verschwinden, da war das Längste, was ich an Urlaub mal hatte, eine Arbeit mit Kortner in seinem eigenen Stück in den Kammerspielen in München. Aber das ist auch alles, was mir an Gastspielen möglich gewesen ist. Er hat mich ziemlich fest umklammert. Das war zum größten Teil eine sehr schöne Freude für mich. Unzählige, aber wirklich wahrhaft unzählige Rollen haben sich mir aufgedrängt in diesen vielen Jahren in der Barlock-Zeit. Und ich habe kaum Gelegenheit gehabt, Urlaub zu machen. Es gibt in Deutschland 10.000 arbeitslose Schauspieler. Und ich kann mir vorstellen, dass auch Sie immer wieder angesprochen werden. Ich möchte Schauspieler werden. Wie kann ich das anstellen? Ich muss zum Arbeitsamt. Ich habe kaum Geld zur Verfügung. Aber ich möchte ein sehr guter, ernsthafter Schauspieler werden, die Konkurrenz ist zu groß. Glauben Sie nicht, dass auch viele junge Menschen, also weiblich und männlich, die Schauspielerei, den Wunsch, Schauspieler zu werden, zu einfach nehmen? Das glaube ich gar nicht einmal. Bei mir melden sich viele junge Leute, die den Wunsch haben, Schauspieler zu werden und auch den Wunsch haben, oder die Hoffnung haben, ich könnte ihnen Unterricht geben. Dazu ist es nur in zwei Fällen gekommen, zwei Fälle, die rückwirkend in der Erinnerung unwesentlich waren und sich nicht wesentlich erfüllt haben. Aber es waren Fälle, die mir selber viel Freude gemacht haben, obwohl es nicht so lange Zeit war. Der einzig wirklich begabte junge Mann, der darunter war, war Helmut Ringelmann, der bekannte Produzent, mit dem ich heute noch eine ziemlich enge Verbindung habe. Aber sonst hat sich da nicht viel getan. Ich habe auch nie Zeit gehabt, mich mit dem Nachwuchs zu beschäftigen. Gestatten Sie mir noch zwei Fragen. Die eine Frage, ich bewundere immer wieder, dass es Schauspielern gelingt, so auch Ihnen natürlich,
mehrere Rollen gleichzeitig im Kopf zu haben, und zwar große, schwere, lange Rollen. Wie trainiert man das? Das kann man eigentlich mit Trainieren gar nicht bezeichnen. Das ergibt sich mehr oder weniger von selbst. Es gab einmal eine Spielzeit, da habe ich am Anfang der ersten Woche der neuen Spielzeit 7 Vorstellungen gehabt an 6 Tagen. 7 Vorstellungen und davon 4 große Rollen, eine davon eine Doppelrolle sogar. Das hat sich ergeben. Barlock hat mich vollgepackt mit wunderschönen großen Rollen. Das war zum allergrößten Teil eine unglaublich große, wichtige und schöne Aufgabe für mich, obwohl es rückwirkend vielleicht manchmal zu viel war. Letzte Frage, ein Resümee von Ihnen aus. Sie sind ganz allein, niemand ist bei Ihnen. Der Tag geht zu Ende. Es klingt ein bisschen kitschig, aber ich könnte mir vorstellen, dass jedem von uns diese Situation mal kommt und man überlegt über ein ganzes Leben, was man bisher so erreicht hat. Wie würden Sie so in wenigen Sätzen Ihr bisheriges Leben empfinden? Künstlerisch, privat, Ihr Leben. Schauspieler zu werden ist eine große Aufgabe und eine glückliche, wenn es halbwegs erfolgreich war. Die Fülle der vielen großen und sehr schönen Rollen, die ich besonders in den ersten 10, 15 Jahren bei Barlock gespielt habe, war unendlich groß und war unendlich dankbar. Es war kein sehr glücklicher Start mit dem tollen Tag, aber danach kam eine schöne Rolle nach der anderen und ich konnte und hatte Ursache dazu, unendlich dankbar zu sein. Sowohl Barlock selbst gegenüber, den es gar nicht gestört hat, dass dieser Anfangserfolg nicht so groß und so schön war. Ich erinnere mich, dass wir uns auf dem Hof des Theaters trafen und er durch den Gang schrie, na, haben Sie Ihre Verrisse gelesen? Es waren Verrisse in dieser ersten Rolle. Aber es hat ihn nicht gestört. Er sagt, das macht nichts. Sie spielen als zweite Rolle eine Hauptmannrolle, den Biberpelz mit Käthe Dorsch. Eine schönere und bessere Partnerin können Sie sich nicht wünschen. Dann kam eine Rolle mit der Wessely und. Eine kleine Zusatzfrage. Wie empfinden Sie heute die Herbsttage Ihres Lebens? Wie ich die empfinde? Eigentlich erfüllt mich eine große Dankbarkeit. Den Traum erfüllen zu können, den man sich als junger Mensch gewünscht hat, ist Grund und Ursache, dankbar zu sein. Und wenn das auch noch bis zu einem gewissen Grade erfolgreich war, dann hat man Ursache zu dieser Dankbarkeit. Was wollen Sie denn? Ja, ich habe das Schlossparktheater hier in Berlin und ich übernehme das Schillertheater und da hätte ich ganz gerne einen halbwegs guten Schauspieler für gehabt. Sind Sie bereit? Ich sage nein, ich kann leider nicht. Ich habe schon so gut wie abgeschlossen nach München an die Kammerspiele. Aber er sagte, was wollen Sie in München? Kommen Sie. Zwar vom Hören sagen, so ein bisschen, aber nicht viel mehr. Und er sagte, hören Sie, ich habe gehört von Günter Neumann und Tatjana Seiß und von Kurt Riest, die haben mir ein bisschen von Ihnen vorgeschwärmt. Sie sollen ein guter Schauspieler sein. Stimmt das? Man kann da schwer darauf antworten. Also, ich sagte, ja, es kommt auch auf den Gesichtspunkt an. 50, ich war gerade aus der Kriegsgefangenschaft wieder nach Hause gekommen.
Da rief eines Nachts nach der Vorstellung, also zu nachtschlafender Zeit, das Telefon läutete und meine Frau schrie aus dem Nebenzimmer: Geh nicht ran! Also ich hob ab und es meldete sich ein Herr Barlock. Ich muss gestehen, ich kannte ihn nicht. Herr Held, Ihre Empfindung, Ihre Zusammenarbeit mit Herrn Barlock über viele Jahre würde ich gerne etwas hören wollen. Und vielleicht können Sie aus Ihrem reichhaltigen Leben mit Herrn Barlock auch die eine oder andere Anekdote schildern. Na, es war ja nicht so sehr lange Zeit. Knapp 40 Jahre alles in allem. Aber kennenlernten wir uns telefonisch. 1900 sind Sie nach Hause. Und dieses Kommen Sie nach Hause hat mich ganz merkwürdig berührt. Natürlich war Berlin mein altes Zuhause, von der Schauspielschule an und auch danach viele Jahre noch. Auf jeden Fall hörte ich mir das alles an, was er zu sagen hatte. Und das war eine ganze Menge. Er machte große